Ja, meine lieben Challenger. Also, ich schalte jetzt auf Hochdeutsch um, weil es hat ja in der Gruppe ganz, ganz viele auf LinkedIn, die verstehen wahrscheinlich nicht so gut das Schweizerdeutsch wie alle anderen aus gestern und vorgestern verstanden haben. Das war jetzt mein erster Challenge, also ein Workshop on Zoom. Es ist gut gelungen, würde ich sagen, oder? Wir haben uns unterhalten zum Thema Kommunikation ist mehr als Reden. Und der Hashtag Kimar. Mit diesem Hashtag möchte ich euch dazu einladen, mal dabei zu bleiben und natürlich mitzumachen, wenn wir Worte kochen, also Wort kochen und Denkfasten. Sind zwei weitere Hashtags. Es ist ganz spannend abgelaufen. Da haben sich über ein Dutzend Leute eingelassen, dabei zu sein. Und was ganz, ganz spannend war, ist, dass wir praktisch Schweizerdeutsch reden konnten, weil da haben sich alle echt Mühe gegeben, es zu verstehen oder haben sich gemeldet, wenn sie es eben nicht verstanden. Was praktisch so gut wie nie vorkam. Ja, und über was haben wir uns dann unterhalten? Wir haben uns unterhalten über das Wort Wind. Simple. Jeder wächst irgendwo auf, in einer Umgebung, in einem Land, mit einer Sprache, die er alles, die er, wie soll man sagen, die er übernimmt. Er übernimmt sie. Er denkt nie darüber nach, warum, dass er Phrasen vielleicht sagt, ob er gewisse Wortspiele immer wieder braucht oder Glaubenssätze. Er überlebt gar nicht. Ja, dass er das wie in die Wiege gelegt bekommen hat. Die ersten Töne hört jedes Kind schon, wenn sie Mutterleib ist, das weiß man heute. Und wenn es auf der Welt ist, ein Kind macht alles nach. Gibt es da diese Spiegelneuronen? Und wenn du einem Kind die Zunge raushältst, ein Baby, dann macht es automatisch, macht es dasselbe. Und so ist es auch mit der Sprache. Und doch haben wir gestern festgestellt, dass es nichts mit Nationalität zu tun hat, ob wir bilang aufgewachsen sind, also mehrsprachig. Woher wir kommen, Kulturkreis spielt alles keine Rolle. Aber jeder hat das Wort Wind ganz anders interpretiert. Das kam von romantisch, die Windmühlen in Holland, bis die Urgewalten, also die Lawinen, die vom Berg runterkommen, weil eben der Wind da reinbläst. Also das sind Energien, die von ganz, ganz fein bis zu einem Hurricane. Auch ganz persönlich die Energien. Zum Beispiel gibt es so Momente, da hast du immer Gegenwind. Egal, was du tust. Bei mir. Bei mir war das so, wenn wir mit dem Fahrrad zum Baden gingen. Den Rhein runter morgens, da kam der Wind von unten. Abends, wenn wir müde waren, wir kamen, wir konnten vor Sonne, vor Schwimmen, vor Spielen, kam der Wind von oben. Das ist so ein Phänomen im Schweizer Rheintal, also da, wenn man von Chur zum Bodensee darunter geht. Ganz viele haben dann eben, wenn der Rhein da oben da in die Nordsee fließt, haben die meisten gesagt, Meer, Wind, frische Luft, Freiheit. Was ist es denn für dich? Magst du den Wind? Magst du ihn nicht? Als Seglerin ist logisch. Da musst du den Wind mögen, weil ohne Wind sitzt du in der Flaute. Was ist aber mit so körperlichen Gefühlen? Ich mag zum Beispiel alle Winde, außer den aus Osten. Boah, da friert es mich gerade. Das ist so der Wind, der so wie tausend Nadeln
in mich reingeht. Dann gibt es da diesen wunderbaren Südwind, Föhn, wie wir ihn hier nennen. Und den gibt es lustigerweise nur bis zur Donau. Das ist so ein Wind, der ist total warm, der bringt viel, viel Sonnenschein mit sich. Wenn er dann aber so tagelang weht, dann wird den Leuten Sturm, wirklich Sturm. Und im Winter, da hat es den schönsten Schnee, Föhneinfall und in der Tat ist nichts mehr da. Es hat alles eine positive Seite, es hat eine negative Seite, es hat eine gefühlsmäßige, wie sagt man, göschene Arola. Durchzug, Aufzug, ein Windbeutel. Was ist für dich ein Windbeutel? Genau, das ist eine Süßigkeit, kann aber auch ein Mensch sein, der so ganz viel Luft im Fell hat. Wir hatten es auch davon, ein windiger Typ. Was ist für dich ein windiger Typ? Und ganz zum Schluss haben wir ganz, ganz viel gelacht, weil da kam nämlich das Wort Wind auf. Wenn du in der Schweiz im Krankenhaus bist, die haben dir irgendwas an deinen Eingeweide rumgewuselt, dann kriegst du ja nichts zum Essen, bis du nicht Stuhlgang hattest. Oder eben Wind. Nur, wie peinlich ist denn das, wenn du irgendwo im öffentlichen Raum bist, so im Zug oder im Bus und ach, du musst Winde? Was ist das in deiner Sprache? Wie gehst du damit um? Oder wann magst du Durchzug? Ja, wenn der Wind wirklich von einer Ecke zur anderen. Als Kind, boah, das war doch mir total wurscht, das hat mich nicht gestört. Und heute bin ich so empfindlich und da muss ich das hochziehen, sagen, ich mag das nicht. Wind ja, aber nicht Durchzug. Über dieses und ganz viele andere Dinge lassen wir diese Challenge laufen. Die geht jetzt bis Mitte Dezember. Und wenn du dabei sein möchtest, bitte melde dich. Du bekommst von mir den Zugang montags um 11 und Dienstag 20 nach 8 abends. Und es gibt jede Woche eine kleine Aufgabe, eine Übung. Und diese Woche ist die Übung gesagt, dass du laut denkst. Die Sätze mehrfach wiederholst, bis du jedes Wort verstanden hast. Was es für dich bedeutet, was die Meinung ist. Weil nur weil ich weiß, was ein Hund ist und du weißt, was ein Hund ist, müssen wir nicht der gleichen Ansicht sein. Und das ist oft der Anfang aller Missverständnisse. Also pass auf, nur auf deine Alltagssprache. Was hast du für Wendungen, für Sätze, für Wörter, die du immer wieder benutzt? Und dann treffen wir uns nächste Woche wieder und schauen, was es mit dir gemacht hat. Bis dann und tschüss. Und das war die Ruth, dein Coach für mehr Lebensqualität, die eben auch so Seminare macht, online. Ja, danke mit Corona. Bye, bye.